Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Spyro Riptoast Rage. Im letzten Part haben wir die Kolosse-Welt komplett abgeschlossen. Jetzt sind wir hier am Sonnenstrand, heißt der, wenn ich mich nicht irre. Hi. Dass du hier bist. Ja. Bringst du die Babyschildkröten da drüben in Sicherheit? Ich wäre dir so dankbar. Aber ja, das mache ich doch gerne. Brennen! Ihr sollt brennen! Wie kann ich die in Sicherheit bringen? Wie? Soll ich die tackeln? Bam. Sie brennen. War das jetzt gut, dass das... okay. Hallo, Sir? Sir? Ah! Geht ihr jetzt... da geht ihr jetzt drüber. Ihr bleibt da mal, okay? Weil ich will mich hier noch weiter umschauen. So, ihr bleibt bitte da. Ihr passt mal selbstständig auf euch auf. Ich bin ein guter Babysitter. Vergesst das bitte nicht. Die müssen schon früh lernen. Die müssen früh lernen, dass sie mal selber auf sich aufpassen müssen. Das ist normal hier. Nennt sich natürliche Selektion. Wenn die damit nicht klarkommen, dann kommen sie halt damit nicht klar, ne? Wie gesagt, meine Freunde, natürliche Selektion. Das ist etwas vollkommen Natürliches, vollkommen Normales. Hey, geh auf. Kann man da irgendwas machen? Es sieht so aus, als ob ich da was machen könnte, aber... Aber, nö. Okay. Kann ich hier oben irgendwas noch machen? Geh mal hoch. Schau mal, was ist denn da drüben? Was haben wir denn hier? Hallo, Sir. Darf ich mal auf Sie draufspringen? Vielen Dank. Was ist denn das für ein Otto? Hör auf! Will irgendwelche Elektrosachen nach mir schießen hier? Was ist denn los mit dem? Kann ich da rüberfliegen? Ja, locker flockig. Seht ihr das hier? Der Meistergleiter, Hallo, Sir. Danke. Wunderbares Futter. Für meine Chamäleon-Libelle. Seid ihr mit der Bezeichnung zufrieden? Komm schon. Komm schon. Mit der Bezeichnung seid ihr zufrieden. Wenn ihr schon die ganze Zeit meckert, dass das kein Chamäleon ist, sondern eine Libelle. Es ist eine Chamäleon-Libelle. Ist okay, oder? Seid ihr damit zufrieden? Habe ich was übersehen? Nein. Hallo, Mr. Stern. Danke. Hier ist sonst nichts. Dann gehen wir mal hoch. Hallo? Oh, da ist eine Fee. Hallo, Herr Fee. Ach, du lässt mich ja speichern. Außerdem bist du eine Dame! Hör auf! Was sind das alles für Ottos hier? Der hält sogar zwei Schläge aus. Schauen Sie da, ne? Was sind das für Kisten? Sir? So. Jo, was geht ab? Was geht... Du Otto, du. Hat er mich doch noch getroffen. So, zack. Futter für meine Chamäleon-Libelle. Dagegen kann man jetzt nichts sagen hier, wenn er die ganze Zeit schon sagt, dass es... Das ist eine Libelle. Es ist eine Chamäleon-Libelle. Okay, dann die muss ich irgendwie mit... Jetzt ist das schon wieder sowas. Sag mal, was soll denn das? Habt ihr irgendein Problem mit mir? Was soll denn das? Was sollen diese Kisten? Kann man die irgendwie kaputt machen? Wo? Was soll ich mit dir jetzt machen? Ach hier, warte mal, geh mal da drauf. Los! Geil! Da geht's mal durch, ihr Teenage Mutant Ninja Turtle. Really? Back dich da nicht rein. So, yo, geh mal da lang. Los! Mach dir Feuer unterm Hintern hier! Ja, geil! So, oh, lalala! Schönen guten Tag, Klaus Dieter Anton Detlef, mein Name.
bin hier, um ihre Steuerschulden einzutreiben. Sie haben massive Spyro-Steuern hinterzogen. Hallo, Sir. Die Wasserbauer haben die meisten Babyschildkröten gefangen und in unglaublich stabile Kisten gesteckt. Mit einem stärkeren Flammenangriff könntest du die Kisten vielleicht aufbrechen und sie befreien. Ah. Alles klar, mit einem Power-Up. Erklärt aber immer noch nicht, wie ich dann das unter Wasser aufmachen soll, weil unter Wasser kann ich keinen Feuerangriff machen. Es sei denn, mein super starker Feuerangriff zählt unter Wasser. Das ist natürlich dann was anderes. Weil der so ultra stark ist, ne? Kann ja sein. Hallo, Sir, 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 danke. So, hat das schon gereicht? Hat schon gereicht. Sehr schön. Power-Up ist aktiviert. Dann will ich das jetzt erstmal machen, ehrlich gesagt. So. Ah, jetzt muss ich einfach nur die ganzen Kisten zerstören. Alles klar, ich verstehe. So, warte mal. Einmal hier. Fuck. Yes, gerade noch so. Gerade noch so. Ja, aber wie soll ich denn dann den ganzen Weg zurückkommen in der Zeit? Zu dieser Kiste am Anfang. Reicht die Zeit dafür? Da war doch nur ein Diamant, oder? Die Zeit reicht dafür doch hinten und vorne nicht. Das kann mir doch keiner erzählen. Die reicht doch hinten und vorne nicht dafür. Oh, okay, doch, sie reicht. Sie reicht. Okay, gut, ist er kein Problem. Der Weg war durchaus kürzer, als ich ihn in Erinnerung hatte. Muss ich mal dazu sagen. Er war durchaus kürzer, als ich ihn in Erinnerung hatte. So, klettern kann ich noch nicht. Das ist natürlich nicht gut, dass ich noch nicht klettern kann, aber werden wir auch irgendwann mal lernen. So, wo ist denn hier noch eine Kiste? War hier oben nicht noch irgendwo eine? Ja, genau. Zack. Hier drüben noch eine vielleicht? Ich glaube nicht, oder? Nö. Okay. So, dann will ich jetzt aber nochmal ein Power-Up aktivieren. Ah, okay, okay, okay. Alles klar. So, wo ist denn... Sir, danke. Wo ist denn eine Schildhütte? Ja halt, aber du machst doch dann hier zu. Fehlt mir nicht eine Schildhütte dafür? Was? Oder muss ich da gar nicht durch? So. Haben wir da erstmal aufgemacht. Kann ich... Warte mal, habe ich hier nicht noch eine weitere? Ja, aber die brauche ich ja auch. Ich habe das Gefühl... Ich übersehe gerade was. Und da kann ich nicht hoch, weil mir fehlt... Die Ability zu klettern. Bam, 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 bam. Hallo, Herr Seestern. K
Kann ich hier dann effektiv noch nichts weitermachen? Muss ich dann jetzt hier lang? Kann ich hier tauchen? Ja, kann ich. Dann muss ich jetzt wohl als nächstes hier lang. Okay. So, wieder hoch da. Okay, da ist wieder eine Schildöte. Sir, danke. Zack. Hallo, junger Drache. Oben auf dieser Leiter steht ein Koch, der aus unseren Babyschildkröten Suppe machen will. Kannst du hochklettern und ihn aufhalten? Ich kann nicht klettern. Sir, würden Sie mir bitte die Kunst des Kletterns beibringen? Warum trägst du eigentlich einen Schwimmflügel? Also einen Schwimmreif meine ich, nicht Schwimmflügel. So, erstmal komplett runtertauchen, die grausige Kamera unter Wasser wieder genießen. Und okay, da ist wieder so eine Kiste. Die muss ich ja mit einem Hyperfeuer-Gedöns wegmachen. Das ist aber, glaube ich, sogar die letzte Kiste, die ich brauche. So. So, vielen Dank. So, rapapap. Oh, da war die Kiste. Die habe ich jetzt nicht gesehen. Gott, wie ich diese Steuerung unter Wasser hasse. Die ist fürchterlich. Also, oh Gott. Die ist so fürchterlich. Ich glaube, mit der werde ich niemals zurechtkommen. Ich glaube, mit dieser Steuerung unter Wasser werde ich niemals zurechtkommen. Die ist nämlich... sie ist grottig. Yes! Sehr beeindruckend. Nimm bitte dieses heilige Dingsbums als Zeichen unserer ewigen Dankbarkeit. Das war mein heiliges Dingsbums! Geil! Willst du mir das Klettern dafür beibringen? Aber ich... Warte mal. Ja, ich kann jetzt drüben weitermachen, aber ich kann ja immer noch nicht klettern. Muss ich dann später nochmal in die Welt zurück, wenn ich klettern kann? Oder habe ich... Das lief gerade unerwartet flüssig ab. Oder kann ich irgendwo in dieser Welt noch das Klettern lernen? Oh, beweg deinen fetten Hintern. So, setz dich da mal drauf. So, Turtles, weiter geht's. Danke, junger Drache. Die Babyschildkröten werden hier oben sicher sein. Geil. Bitte nimm diesen Talisman als Zeichen unserer Dankbarkeit. Yes! Schildkröten-Talisman. Fantastisch. So, das bedeutet... Kann ich jetzt effektiv wirklich noch nicht mehr machen? Ich kann schließlich nicht klettern. Ich kann in dieser Welt effektiv noch nicht mehr machen, okay. Das bedeutet, ich muss mir die Welt vormerken und dann mal... Ah, habe ich ganz vergessen, dass da eine Sequenz kommt.
Also muss ich mir diese Welt jetzt einfach vormerken und wieder zurückkommen, wenn ich gelernt habe zu klettern. Jetzt hätte ich beinahe mein Mikrofon umgeschmissen. Duzi, duzi, du. Okay. Sonnenstrand. Hier war ich noch nicht, oder Hurrikos. Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Dann gehen wir da doch jetzt einfach mal hin. Vielleicht ist das ja was Tolles. Wo ich, klettern lerne. Ich will endlich klettern können. Dann könnte ich auch mal, diese Glimmerwelt abschließen, weißt? Konnte ich immer noch nicht. Dieses lilafarbene Ding, erinnert mich an wen. Gott, wie hieß der jetzt? Die Handwerker haben schon immer Ärger gemacht. Aber jetzt haben sie uns auch noch mit Kraftfeldern getrennt. Such Dioden, um die Kraftfelder auszuschalten. Fordrin! Erinnert mich sehr stark an Fordrin, wer Fordrin nicht kennt. Ich glaube, hier ist irgendwo eine Diode, aber meine Augen sind leider nicht mehr so gut. Könnte darin liegen, dass deine Augen elektrischer Spannung ausgesetzt sind und deswegen sehr stark geschädigt wurden. Fordrin ist einer der Dämonen aus, von den Ten Commandments, aus Seven Deadly Sins. Wer Seven Deadly Sins nicht kennt, unbedingt anschauen. Unbedingt anschauen oder Mangas lesen. Könnt ihr euch aussuchen. Mangas großartig, Anime großartig, alles großartig. Unbedingt anschauen, unbedingt. Ist ein Muss, wirklich ein Muss. Großartig. Erinnert mich sehr stark an Fordrin. Ah, so funktioniert das, alles klar. Sir? Kann ich den umtackeln? Ja, kann ich, okay. Einfach alles kaputt machen, was mir begegnet, weißt? Ist, glaube ich, immer das Einfachste bei Sparrow. Man kennt keine Freunde. Einfach alles umtackeln, alles umbringen. Mein Chamäleon braucht wieder... Braucht Futter. Meine Chamäleon-Libelle. So, erstmal hier wieder ein bisschen Diamanten. So. Habe ich schon mal gesagt, dass Seven Deadly Sins definitiv eine Empfehlung ist? Ja, habe ich. Ja, man kann es nicht oft genug sagen. Man kann es nicht oft genug sagen. Absolute Empfehlung. Oh mein Gott, ist das eine großartige Serie. Geh weg. Sehr gut. Hallo, geh kaputt, danke. So, wir haben schon mal zwei solche Leuchtdioden. Dann können wir jetzt weitergehen. Rein damit. Und da kann die nächste rein. Geil. Wunderbar. So, natürlich müssen wir auch immer darauf achten, alle Gegner zu töten. Denn hier gibt es sicherlich irgendwo wieder... ein Power-Up. Sir. Ja, seht ihr, da sehe ich doch schon das Power-Up. Ich sag's doch, hier gibt's irgendwo wieder ein Power-Up. Okay, da muss ich stärker sein. Sehr gut. Oder ist da noch einer? Sehr geil. Alles töten. Wir sind Spyro. Wir kennen keine Freunde. Sir. Sehr gut. Wunderbarigst. So, was haben wir hier? Ah, ein paar Kristalle. Da unten kann ich nochmal eine Windmühle kaputt machen. Ist es eine normale Windmühle.
Hab ich gemeint, das ist jetzt vielleicht wieder so eine Ultrawindmühle, die ich noch nicht kaputt machen kann. Weil ich noch nicht genügend Gegner blutrünstig abgeschlachtet habe. Das ist halt das, was Spyro tut. Alles blutrünstig abschlachten. Einmal her damit. Reicht immer noch nicht. Okay, wo kann man denn hier... Kann man nicht... Ah, da kann ich einen hinsetzen. Sehr gut. Beide Leuchtdioden einsetzen. Sir. Danke für Ihre Kooperation. Einmal und zack. Guti. Ja, wir haben schon wieder 1100 Diamanten. Das ist viel. So. Guten Tag. 17. Einen muss ich noch töten. Blutrünstig abschlachten. So, alle getötet. Das ist das, was Spyro tut. Leute töten. Volles Killerspiel eigentlich. Da können sich wieder ein paar Eltern drüber aufregen, dass die Kinder zu viele Killerspiele spielen. Hier, Spyro. Muss unbedingt verboten werden. Höchst brutales Spiel. Höchst brutales Spiel. Brutaler als Call of Duty. Ja, natürlich. Ich meine, wenn man Call of Duty spielt, dann tötet man auch andere Leute. Selbstredend. Ich meine, wie soll es denn anders sein? Hä? Ach, das ist... Ah! So ein Power-Up ist das. Okay. Sehr gut. So, hier drüben, da noch genau. Ah, fuck it. Ich muss ja noch rennen. Das wäre vielleicht praktisch. Yes! So, gibt's hier noch irgendwas, was ultra hart ist? Nee, aber ich kann darüber. Ah, das habe ich aber. Ja, das habe ich gerade erst aufgemacht. Da will ich später lang. Weil ich weiß, dass drüben noch was war. Aber erstmal schauen, ob hier noch irgendwas ist. Nö. So, dann mal. Zack. Aua. Ich hab doch noch eine... Ja, aus die Maus. Perfekt. Danke, Spyro. Du hast alle elektrischen Barrieren deaktiviert. Wir haben diesen Talisman vor den Handwerkern bewacht. Bitte nimm ihn als Belohnung. Ja, geil. Talisman. Gib her. Ah, und hier geht es wieder heim. Okay, das wollen wir natürlich noch lange nicht tun. Das wollen wir natürlich noch lange nicht tun. Gab es hier nicht irgendwas, was ich mit einem Turbo... Oh, schau mal, da habe ich was übersehen. Da, genau. Den muss ich mit einem Turbo kaputt machen. Und ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Also gut, meine Freunde, das war dann mal jetzt bei Spyro Riptos Rage für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.